Hallo, damit herzlich willkommen. Einmal wieder zurück zu einer Folge hier in meinem Recyclinghof mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch, moin moin. Es gab mal wieder zwei Updates in letzter Zeit. Einmal neuen Container und einmal neue Dinge, die wir recyceln können. Und deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir mal wieder rein. Und dafür gehen wir einmal ins Büro. Hier steht schon einer vor der Tür, also den können wir erstmal ignorieren. Denn es gibt jetzt die sogenannte Aktenvernichtung, die wir freischalten können. Da gibt es auch kleine Achievement dafür. Sehr schön, sehr schön. Und ebenfalls gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Container, die wir nicht mehr brauchen, zu verkaufen. Das ist auch schon mal eine ganz nette Sache. Aber hier haben wir einen Aktenvernichter, kostet 1500 Euro. Den können wir dementsprechend hier mit reinstellen. Zack, können den auch einmal aktivieren. Können wir jetzt auch nichts weiter machen, können den zwar einfärben. Und so, aber mehr ja auch nicht. Aktenvernichter in der Bereich Aktenvernichtung. Und dann läuft das. Ebenso, wie gesagt, wir können jetzt hier inaktiv großer, begehbarer Container. Den können wir jetzt verkaufen. Kriegen wir noch 900 Latten dafür. Dann haben wir hier noch so einen Altglas-Container hier oben. Den können wir auch verkaufen. Kriegen wir auch nochmal 300 dafür. Und der Rest ist ja eigentlich alles easy. Peasy. Ansonsten, mal gucken, kann ich den jetzt hier, na gut, den muss ich jetzt mal kurzerhand hier reinlassen. Aber den kann ich glaube ich überspringen, wenn ich da jetzt gerade gar keinen Bock drauf habe. Und so viel Klamotten, wie der drin hat, habe ich persönlich eigentlich auch gar keinen Bock drauf. Aber geht das? Kann ich den überspringen? Ich glaube, ne, überspringen ging nur hier vorne, ne? Na gut, dann muss ich ihn leider, dann muss ich ihn leider mitnehmen. Ja, dann machen wir nochmal die alten Papiersorten hier mit dazu. Dass das erstmal so wird. Und den neuen Container, na, vielleicht können wir uns den dann dementsprechend auch gleich. Das war das Falsche. Vielleicht können wir uns den dann auch nach der Fuhre hier auch gleich wieder leisten. Ein Plastikeimer kommt ein Sperrmüll rein, okay? Weil dieser neue Presscontainer, den wir haben, der ist. Achso, warte mal, den können wir ja durchtesten. Der ist leider kaputt, Fields Batman. Aber der gehört in Haushaltsgeräte, nicht in Elektrogeräte. Ne? Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Der soll wohl ganz cool sein. Auch für Sperrmüll und für alt. Also eigentlich für vieles, aber im Endeffekt auch für Sperrmüll mit angegeben. Auch im Eimer. Wahnsinn. Auch der gehört in Elektrogeräte rein. Mal gucken, ob wir uns den leisten können oder dementsprechend auch nicht. Das wird sich zeigen. Ich glaube, das genau, das kam ins Altholz mit rein und die Videokassette kam in den Hausmüll, genau. Da muss er sogar dafür bezahlen. Ah ja, und was auch von der Physik her neu berechnet worden ist, ist der Wagen. Der soll jetzt besser funktionieren. Aber er lenkt auf jeden Fall, ja, er lenkt auf jeden Fall schon mal so ein, wie man es erwartet. Ne, vorher ging das Ganze ja nett, so wirklich. Und aber man kann auch nicht mehr reinklitschen. Na, gucke an. Gucke an. Vorher konnte man ja hier so reinklitschen. Und dann war das ja alles irgendwie schwierig. Aber jetzt geht das nicht mehr. Naja, gut. Hat sich auf jeden Fall ein bisschen was getan. Irgendein Achievement, was vorher nicht ging, geht jetzt. Und als Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum man sich dafür entschuldigen muss. Gibt es auch irgendwie neue, neue Errungenschaften. Also drei Stück oder irgendwie so. Ja gut, brauche ich jetzt nicht. Für die Achievement-Jäger ist das bestimmt eine geile Sache. Mir ist das ja nur absolut Rille mit dazu. Und beim Grünabfall, mal gucken, ob wir den dann auch noch mitbekommen, gibt es jetzt auch eine Lichtschranke. Die habe ich auch schon freigeschaltet. Und mit der Lichtschranke können wir flupp. Mit der Lichtschranke brauchen wir das Ding, genauso wie bei den Reifen in dem Falle, nicht mehr separat na sag schon, brauchen wir das Ding nicht mehr separat an- und auszuschalten, sondern wir gehen halt ran und dann geht das Ding halt an, logischerweise, ne? Wer hätte es gedacht, ne? Also, das ist wieder eine Logik gewesen, vom Feinsten, ich weiß. Ja, und damit geht das schneller. Hat Costa Quanta 500 gekostet, ist okay, würde ich sagen. Dafür, dass es so ein Komfortding ist, ne? Sehr schön. Dann hat sich das hier alles, das ist im Übrigen der professionelle Aktenvernichterer, also ein Riesenvernichter. Soll aber so auch in der Industrie irgendwie vorhanden sein, also ist jetzt kein Hirngespenst von Darius. Zufriedenheit sinkt, okay, irgendwas habe ich vergessen scheinbar.
Eine Fernbedienung. Ja gut, das kann durchaus sein, dass ich die vergessen habe. Von daher, naja. Gibt Schlimmeres. So, dann drehen wir einmal hier rum. Ach, schön. Das funktioniert jetzt ja wirklich hier schon mal deutlich besser. So, jetzt hoffen wir aber natürlich auch mal ein bisschen auf eine Aktenvernichtung, ganz klar. Dass sich das hier auch lohnt. Und ich gucke gleich mal hier an. Der neue Container, wo der ist, der hier nämlich. Der kostet 2000, den können wir uns sogar leisten. Bin beeindruckt. Da gehen wir mal kurz in die Verwaltung rein. Und gehen das mal, gehen wir mal an den Sperrmüll dafür. Oh, komm, wir gehen mal an den Sperrmüll. Da habe ich ja diesen Walzenvernichterer hier. Den lagern wir mal ein. Und dafür setzen wir den Presscontainer Shark mit ein. Und da nutzen wir den Sperrmüll. Genau. Und dann wird das mal so aktiviert. So sieht er aus. Schickes Ding. Auch groß vor allen Dingen. Schauen wir mal. So, kommen Sie rein, kommen Sie ran. Hier waren Sie genauso beschissen wie der Mann. So, grüße Gemüse. Ein Sessel. Aber den kann ich, ja, Sperrmüll, wa? Ja. Wollte gerade sagen, da ging jetzt kein Tipp dafür. Die Jort. Sehr schön. Und da haben wir auch schon die ersten Akten. 35 solche Dinger gibt es dann dafür. Also for real. Einzeln natürlich auch wieder. Und den können wir jetzt irgendwie hier reinschmeißen. Oder müssen den hier irgendwie reinschmeißen. Ich bin mir noch ganz nicht so sicher wie. So. Ah ja, wir können mal, wenn es geht, auch eine Lichtschranke noch mit reinmachen oder irgendwie so. Wäre auf jeden Fall ganz cool. So, das muss der auch bezahlen. Genau. Der hat sogar noch ein Dings gekauft. Und haut ab. Für die Aktenvernichtung sind da nämlich auch nochmal 10 Doleros fällig. Ne? Und ihr seht schon, dieser Shark, ich kann ja mal anmachen. Ne, der geht dann hier oben so zu. Das Ganze wird dann hier irgendwie kaputt gemacht. Also so die Hoffnung. Na, der fügt das dann hier irgendwie so ein. Drückt das dann hier, ja, kommen Sie schon mal ran. Drückt das dann irgendwie nach hinten. Und, genau, swipe. Achso, dann wird es auch wieder hier vorgepackt, ne? Und dann wird das irgendwie so nach hinten gerutscht. Und ich denke mal, durch die Masse dann, wird das dann auch irgendwie, wird das dann irgendwie irgendwann mal, whatever, zerdroschen. Und dann hat sich das, ne? Das war jetzt ein. Nee, noch ein Schuh. Och, Alter. Mit was für einem Blödsinn kommt denn ihr hierher? Alter, mit so einem Blödsinn muss ich mich hier beschäftigen? Dein Ernst? Komm, Abfahrt. Ein bisschen was Größeres, ja. Und ich denke mal, durch mehr und mehr. Und das schiebt sich ja schön nach hinten. Man sieht ja auch, ne? Der geht ja wirklich bis hier hin, das Teil. Wird das dann irgendwie, denke ich mal, so gemacht. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ist auch für Altholz, wie gesagt. Also eigentlich für gefühlt alles könnte man das hier nutzen. Ja. Achso, was auch noch neu ist, wenn wir jetzt die Containerräne machen, haben wir jetzt so eine Art Statusbalken, so einen grünen Balken, der durchläuft. Sieht jetzt nicht gerade besonders geil aus. Ist sehr minimalistisch gehalten. Der uns aber immerhin anzeigt, wie weit wir sind, sodass wir ungefähr abschätzen können, dass das so hinhaut, wie es hinhaut. Ne? Also von daher, boah. Deswegen. So, geht er noch? Nein, leider nicht. Dann geht's in den Elektroschrott. Und dann noch so ein kleines Hemd. Sehr schön. Und dann können sie abfahren. Naja. Es wird Zeug verkauft. Das ist die Hauptsache. Aber ein bisschen mehr Sperrmüll darf gerne mal sein. Ne? Wir haben ja noch nach hinten hier Ewigkeiten Platz. Ne? Also wie gesagt, hier soll wohl noch einiges kommen. Man kann gespannt sein. Aber bis jetzt läuft es ja erstmal. Wird auch für so eine kleine Runde, ist das ja easy. Ne? Ist jetzt natürlich nicht allzu viel, versteht sich. Aber ja, besser als nichts. Ne? Besser als nichts. So, Kunde überspringen. Oh nee, der sieht gut aus. Hier ist eine Menge dabei. Großer Anhänger, große Ladefläche. Ich sehe Reifen, ich sehe Bauschutt, ich sehe vor allen Dingen auf dem Stühle. Ich glaube, der hat einen Garten ausgeräumt, ne?
Aber kein Grünabfall. Kein Grünabfall. So, das hier. Ah, guck mal an. So, jetzt können wir mal hier schön den Sperrmüll mit reinhauen. Obwohl, das ist ja wieder Haushaltsgeräte. Das ist ein Tisch. Genau. Jetzt können wir das Ding nämlich nochmal anmachen hier. Dass das alles so viel wird. Hier hinten können wir dann einmal den Raven drauf. Dass der auch ein bisschen zerstört wird. Multitasking ist hier angesagt. Multitasking. So. Na, seht ihr, und dann wird das hier auch alles so ein bisschen kaputt und ein bisschen hin und ein bisschen her und ein bisschen hi und ein bisschen ha und ein bisschen hu gemacht, ne? Und dann läuft das schon. So, das ist dann Altholz. Die ganzen Stühle gehen ins Altholz? Also bei den... Ja, okay, okay. Aber bei den anderen bin ich mir gerade relativ unsicher, ob die ins Altholz gehören. Obwohl, es ist Holz. Ja, alles Altholz. Eieieiei, dann können wir die Altholzmaschine ja gleich mal wieder anmachen. So, warte mal, ich gehe mal hier. Ob die ganzen, den ganzen Spaß hier erstmal raus. So. Machen wir das ganze Ding an. Diesmal auch aufpassen, dass ich hier ja nichts vergesse. Sieht auch gut aus. Dann werden hier ihre Kosten berechnet. Und dann habe ich sogar alles richtig gemacht. Abfahrt. Boah, hier werden auf jeden Fall jetzt ein paar Stühle zerrissen. Halleluja. Die N2 kommt dann erst später nochmal dazu. Aber es hat alles reingepasst. Manchmal denkt man so, Alter, das passt ja nie. Aber... das passt. Genauso wie hier, ne? Das passt. Netter Container. Schöner Container. Wann kommt der nächste Kunde? Da kommt der nächste. Hat der einen Anhänger unten dran? Der hat sogar einen Anhänger unten dran. Wie schön, dass er noch ein bisschen Action ist. Jo, kommen sie rein. Der hat sogar einiges hinten. Irgendwas Kleines, wie man das aber ausschaut. Na, fallen die Stühle runter? Ja, die fallen mit rein. Sehr gut. So, was hast denn du hier hinten alles drin? Oh, Akten. So, hier ist ein bisschen, ihr seht schon, wenn man es ein bisschen zu sehr übertreibt, die Physik rastet natürlich trotz all dem immer noch mit aus. Schön die Akten hier vernichten. Dann noch ein bisschen Bauschutt hier reinschmeißen. Und hier haben wir jetzt noch ein Sofa, was ich hier, kriege ich das so raus. Das kommt in den Sperrmüll rein, aber das muss ich anders anpacken. Oder muss das irgendwie, ich weiß es gerade gar nicht, so hier machen? Naja, so halb, ich mach's mal an. Mal gucken, da wird die Hälfte bestimmt wieder rausbröseln. Oh ja, da wird definitiv eine ganze Menge rausbröseln. Oh ja, eine Sauerei, Alter. Was eine Sauerei hier. Gut, das ist dann halt der Nachteil an solchen großen Dingern. Da hast du halt so einen Blödsinn nicht, ne? Aber gut, am Ende kann es auch egal sein. Hauptsache das Gelumbes drinne, wurde registriert. Und der Rest ist dann egal. Das ist Metallschrott. Elektrogeräte, Bauschutt, Metallschrott. Hatten wir es auch schon nicht mehr, schon lange nicht mehr. Und dann haben wir hier noch einmal ein T-Shirt. Ein einzelnes T-Shirt. So, dann kann ich hier hinten erstmal wieder den Aktenschredderer ausmachen. Dann wird abkassiert. Hoffentlich kauft er noch was. Oder sie, eher gesagt. Jawohl. Hat einen Tisch gekauft. Ja, so langsam wird es leer hier drin. Ja, ordentlich, ordentlich was verkauft. Ordentlich was verkauft. Ach, guck an, das Zeug ist weg. Das verschwindet. Also entweder despawnt das dann automatisch. Aber es wäre gar nicht mal so verkehrt, ne? Ne, ist ein schöner, also Container gefällt mir. Vor allen Dingen, wenn die Dinger dann mal ein bisschen so zertroschen sind, das sieht man das ja auch hier, ne? Nimmt das schon gar nicht mehr so viel Platz mehr ein. Ist zwar dann beim Entlernklöbel wieder die Wallerkrise, aber, naja. Nach dem Neustart hat sich das ja sowieso, ja. Nach dem Neustart hat sich das ja sowieso alles wieder erledigt, also von daher kann es uns ja egal sein. Ich sehe Flipflops, ich sehe Mehrweggelumbe, ich sehe Akten. Auf so einen riesen Anhänger da hinten drauf. Natürlich sehe ich auch hier zwei leere Glasflaschen, die hier separat mit drin sind, klar. Darf ja auch nicht fehlen.
Einfach so hinten rein in die Karre, was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? So, komme ich mal hier dritte dran vorbei. Alter, ist ja ein bisschen mehr hier. Man denkt erst hier, das sind Schatten, aber ne, das sind richtige Flaschen. Steht natürlich der Wagen ein bisschen im Weg. Also der Kofferraum war jetzt nur mit den Flaschen befüllt. Alle verkehrt, naja, klar. Sind nicht der Schlauste, ne? So, gut, gucken wir mal. Da haben wir einen sogenannten Wertstoffsack. Und der geht in die Leichtverpackung mit rein. Da wird auch keine Kohle fällig. Aber für die Akten, da wird Kohle fällig. Dort können wir nicht anders machen. Die Flipflops, immerhin zwei Paar. Na. Die schaffe ich dann mal hier hinter. Zack. Wie gesagt, für das ganze kleine Gerützte wäre eigentlich vorne geiler. Also wenn wir vorne irgendwie noch ein bisschen so für so Mini-Container Platz hätten, das wäre noch ganz nett. Aber ich glaube, das funktioniert so nett. Da müsste man nicht jedes Mal... Da hat es nur einen reingesch... Oder? Waren das zwei? Ja, wir werden es ja sehen. Ich hatte zwei drin. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Zack. Geheime Unterlagen. Na da. Geheime... Hoppala, ich wollte gerade sagen, das war's mit den geheimen Unterlagen. Aber nee, klar, hier könnte man dann jetzt hier Schublade nehmen, Schubkarre nehmen und so und alles. Aber ihr seht, der zieht die ganz gut rein, ne? Man muss da jetzt nur ein bisschen oben drüber stehen. Zack, also so ein bisschen in der Nähe vom Trigger. Na, und dann kann man das definitiv hier machen. Bam, bam. Und dann ist es weg. Coole Sache. Muss man sagen, coole Sache. So, haben wir alles, dann berechne ich Ihnen die $40. Und dann sind Sie doch schon wieder wunschlos glücklich. Wunschlos glücklich. So, und wunschlos glückliche Kunden sind ja bekanntermaßen die besten Kunden. So, stellen wir das ganze Ding hier mit ab. Achso, ich kann euch hier gleich mal zeigen. Seht ihr jetzt hier den grünen Balken hier unten? Na, und wenn der voll ist, wissen wir, alles klar, wir haben es geschafft. Ja, ist jetzt nicht das aufwendigste UI-Design, muss man ehrlich sagen. Aber es gibt wenigstens einen Indikator, wie weit wir sind. Hat man ja nur vorher in dem Falle gar nicht gehabt. Jetzt haben wir es wenigstens ein bisschen. Man muss das dann immer von der Seite aus betrachten. Und so sieht man halt, jo, passt, Zufriedenheit, let's go. Und so, ne? Oh, eine Menge Reifen. Da ist unsere Dings hier, unser Wagen, doch ideal. Dann nehme ich mir den hier gleich mal. Ramm den hier dran. Zack. Und dann kann ich hier schön von der Ladefläche. Nur mal reine Reifen. Selten. Also sowas hat man sehr, sehr selten, dass wirklich mal nur ein Ding hier dabei ist. Hatte ich ja damals sogar angezweifelt, ob es das überhaupt gibt, weil in den Screenshots hat man es ja gesehen, aber in der ganzen Zeit, wo ich hier Videos gemacht hatte, ich glaube, ich hatte es einmal offscreen gehabt, dass er nochmal wirklich auch nur mit Reifen gekommen ist. Aber jetzt so im Video ist das jetzt hier, durfte ich, danke, ist das jetzt hier, ich erste Mal. Naja, schön, können wir das hier hinten alles drauf reinhauen. Wie gesagt, die Lichtschranke beim Dings könnt ihr euch genauso vorstellen, halt wie hier, ne? Wir hatten jetzt noch keinen Grünabfall, leider Gottes. Aber einfach ran, das Ding geht an und läuft, so frei nach dem Motto, ne? Mehr ist es nicht, mehr soll es auch nicht sein und das so für 500 Aufpreis. Was willst du mehr, was willst du mehr? So! Sehr schön. Dann sind die Yummy-Reifen alle drinne. Sehr schön. Dann gibt es ein bisschen Kohle von mir hier. Ne, der hat einen Hocker gekauft. Sehr schön. Und Abfahrt. Ja, wie bitteschön. Kann man definitiv machen. Ich würde sagen, ihn machen wir noch hier. Ihn Kunden. Vielleicht haben wir da noch den Grünabfall mal mit dabei. Aber ja. Aktenvernichtung und der neue Shark Container. Ne? Schön Ding. So, kommt jetzt noch ein großer, kommt ein kleiner, was kommt denn? Ja, es kommt ein mittelgroßer. Ein mittelgroßer, würde ich sagen. Jo, kommen sie rein. Ein Einkaufswagen hinten schön drauf, auch eine wunderschöne Ladungssicherung. Das sehe ich. Ah, wir haben Grünabfall.
Wir haben Grünabfall, sehr schön. So, machen Sie mal das Ding auf. Da machen wir mal wieder hier Pappschachtel. Dafür bekanntermaßen ohne fehlen und das auch in 10 Millionen Ausführungen. Machen wir das Ganze. Plus ein blauer Beutel. Ich glaube, das ist Wertstoff. Also Wertgelump hier. Muss ich da mal gucken. Viel Pillepalle hier. Sehr, sehr, sehr viel Pillepalle. Oh, wollen wir mal weitersehen. Was ist denn das hier? Ah, ne, ist Hausmüll. Okay. Müssen sie dafür bezahlen. Sehr gut. Dann machen wir das Ganze mal hier. Zap, zap. Zap, zap. Dann ist das Metallschrott. Genau. Dann geht das hier mit rein. Leggings. Die kommen dann hier mit rein. Und dann haben wir noch hier Baumschnitt. Und zack. An. Aus. Herrlich, oder? Herrlich. So sollte es sein. Ohne anders. $24. Da hatten wir noch einen Fernseher abgekauft. Und dann haben wir das Ganze. Wunderschöne Sache. Also, das ist das Update. Wie gesagt, ich schon glaube wieder ein, zwei Tage alt oder so. Aber jetzt seht ihr, wisst ihr Bescheid. Haben wir es auch mal ausprobiert. Ja, meine Süßen, dann sind wir erstmal wieder fertig für den Part. Wir sehen uns wieder, wenn es was Neues gibt. Ne? Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüttelü.